So, Robert. Schönen guten Tag. Heute habe ich mein richtiges Spielzeug mitgebracht, oder? Richtig geil, Mann. Heute werden wir mal richtig aufreißen, Robert. Ja, meinst du? Leute, wir befinden uns am Hockenheimring gemeinsam mit Alpin Deutschland beim Alpin Track Day. Das, Leute, heute, das ist unser Auto. Und zwar die schöne Alpine A110R. Ich durfte das Fahrzeug schon in Tokio damals fahren und das war ja eine richtig gute Erfahrung schon. Das war damals die Turini Edition. Der einzige Unterschied nämlich gegenüber der Turini Edition ist das hier. Wir haben nämlich hier bei der reinen R-Version Carbonfelgen am Start. Bedeutet, wir sparen uns hierbei nochmal 12,5 Kilo ein und das ist halt schon richtig sexy. Allerdings muss man dazu sagen, die R-Version ist schon komplett ausverkauft. Ja, man bekommt aktuell rein nur die Turini-Version. Aber zieht ihr das mal rein. Wie geil ist das? Und Leute, 1082 Kilo Leergewicht, 300 PS. Da sind wir ja schon in Tokio richtig aufgerissen. Dementsprechend, ich bin mal richtig motiviert. Heute Hockenheimring. Robert, Alpin bist du eigentlich noch nie gefahren oder mitgefahren, nee, oder? Noch nie. Da wirst du mal sehen, weil man denkt sich ja immer diese 300 PS. Aber Leute, ihr werdet sehen, diese 300 PS werden richtig marschieren. Wobei ich erst mal sagen würde, Robert, zum Warm-up fahren wir zwei erstmal gemeinsam. Ja, ja, klar. Und dann werden wir nämlich nochmal den Unterschied sehen. Robert, bitte nicht falsch verstehen, aber hier wird man es richtig krass spüren. Ja, da zählt ja? jedes Kilo. Also bitte nicht falsch verstehen, aber da ist einfach das Thema Gewicht ist das A und O. Aber jetzt noch mal kurz hier von außen. Schaut euch das mal an, was wir hier an dem Fahrzeug Carbon verbaut haben. Ja? Hier die komplette Haube. Wir haben ein komplettes Carbondach. Allein schon hier vorne der Frontspoiler. Dann natürlich die Lackierung, was das Auto extrem sexy macht. Und wenn wir dann weiter nach hinten gehen, schauen wir hier an. Komplette Motorhaube hier, auch alles aus Carbon. Spoiler, Diffusor, dann hier diese spezielle Abgasanlage gibt es übrigens jetzt auch serienmäßig von Akrapovic. Spart natürlich nochmal Gewicht ein. Und ich meine, innen drinnen gar keine Frage, es geht komplett hier weiter. Schaut euch das mal an. Diese Schalensitze, komplett alles aus Carbon. Dann haben wir natürlich auch hier schöne Renngurte. Dann komplettes Lenkrad aus Alcantara. Schöne 12 Uhr Markierung in Rot. Einfach sexy. Und auch nochmal hier ganz kurz, muss ich euch zeigen, Leute. Schaut euch das mal an, was du hier für einen tiefen Schwerpunkt hast, wenn du hier sitzt. Also dieses Fahrzeug ist wirklich komplett auf Rennsport entwickelt worden. Allein schon hier die Schlaufe, schön in Rot gehalten, alles in Alcantara. Komplettes Armaturenbrett auch in, also egal wo du hinschaust, du hast überall Alcantara, überall Carbon. Und das ist richtig geil. Von daher, Robert, ich würde sagen, machst dich ready? Ja. Und dann reiß mal auf, oder? Auf geht's. Auf geht's. So, Robert, machst du gemütlich? Oh, Mensch, Meier hier. Schön. Und? Angenehm. Schon, oder? Schön schon, ja. Gucken wir doch mal hier. Da geht so. Was, oder? Oh. Deckel drauf. Na? Soll ich dir helfen? Brauche noch ein bisschen Luft. Ja, warum? Für die Sicherheit. Okay. Safety first an erster Stelle. Ich würde dir empfehlen, bevor du die Kurz zu machst, mach besser erstmal die Tür zu, Robert. Das mach erstmal einen Gurt zu. Das gibt's doch nicht. Aber soll ich dir irgendwas halten? Naja, eigentlich. Jetzt hat. Jetzt hat. Der ist dämlich geworden. Achso, der kann ja am anderen lange ziehen. Ich glaube, wir können heute noch losfahren, wenn du willst. 3000 Jahre später. Es ist faszinierend, was hier los ist. Also es sind wirklich einige Alpin-Fahrzeuge mit dabei. Das ist geil, Mann. Hier hinten kommt gleich schon eine ganze Truppe. Also erstmal hier die Reifen ein bisschen auf Temperatur bekommen. Wir haben jetzt hier nicht die Cup 2R, sondern die Cup 2 Reifen hier jetzt montiert. Das Auto wird ja normalerweise mit Cup 2R-Reifen ausgeliefert. Ja. So, wir fahren hier dieses kurze Layout. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich hier eben dieses Layout fahre, dieses kurze. Und was du natürlich merkst, Gewicht ist das A und O. Ja. Dementsprechend, Robert, also ich glaube, dass wir es später so machen werden. Dass du mich rausschmeißt, oder? Genau. Naja, da freue ich mich ja eh schon drauf. Weil ich meine, du musst mal überlegen. Hier, wir reden noch nicht einmal von 1200 Kilo. Und das merkst du hier halt einfach in den Kurven extrem. Ja, da macht geht geradeaus schon echt gut. Aber schau mal hin, wie spät du hier bremsen kannst. Ja, hier richtig schön eng rein, über den Körb drüber und hier wieder raus. Das ist einfach herrlich. Und? Das ist brutal, Mann. Das ist wirklich für brutal. Warm-up-Lap, oder? Du kannst halt einfach hier
schöne eine der 10, ja, die kannst du so richtig schön in die Kurven werfen. Ja. Und es ist halt einfach so geil. Schau mal hin, wo wir bremsen können. Ja, das ist halt faszinierend. Es ist ein geileres Go-Kart. Ohne Scheiß. Und du nimmst halt einfach so viel Geschwindigkeit aus den Kurven mit. Ja, schau mal hier, schon wieder bei 120 Metern. Und da geht halt noch so viel mehr. Ja, ich hier mein, schön eng. Würdest du alleine fahren, könntest du, glaube ich, noch viel mehr aufreißen. Deswegen, wir machen jetzt hier eine schöne Warm-Up-Lap. Und dann reißen wir gleich mal alleine auf, weil Leute, wenn du halt hier einfach alleine in dem Auto sitzt, das ist halt nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Robert, nichts gegen dich, aber ja, mit tatsächlich mir hast du halt zwei Personen hier drin. Bei dem Auto merkst du es halt ja, einfach ja, extrem. Ist so geil, wie der die Gänge reinhackt. Alter. Aber ich schwör's dir, das Feeling hier drin ist wirklich geil. Du merkst, also selbst als Beifahrer merkst du, dass das Auto nicht viel wiegt und sehr agil ist. Ich finde es schon schau sehr geil. Schau dir das mal an, was du da Geschwindigkeit aus den Kurven mitnimmst. Schau, und die kannst du halt hier auch komplett im vierten Gang einfach nehmen. Du brauchst gar nicht runterschalten, ne? Weil du halt einfach so viel Geschwindigkeit mitnehmen kannst. Und was halt auch so faszinierend ist, Bremse macht nicht müde, gar nichts. Du fährst und fährst und fährst. Du hast es natürlich auch bei vielen Fahrzeugen, die performen extrem gut. Aber die performen halt einfach nur zwei, drei Runden gut. Ja, ja. Und hier fährst du halt wirklich und das hält und hält und hält. Die nehmen wir wieder schön eng hier, damit wir da richtig schön Geschwindigkeit hier rausnehmen können. Geil. Ja, und schau dir das an. Das sind halt jetzt auch schon wieder direkt über 200. Ja, das marschiert schon gut. Jetzt stell dir vor, du wärst alleine. So Leute, jetzt geht es alleine hier auf die Strecke im Alpin A 110R. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier direkt gleich in Track-Modus. Und jetzt, Leute, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was hier gehen wird, hier alleine. Denn wir sprechen ja von nicht einmal 1100 Kilo, ja, und zwar um genau zu sein, 1082 Kilo Leergewicht. Hier die Alpine ist auch schön umgebaut mit einem interessanten Spoiler, genauso wie auch schön Überrollkäfig habe ich gerade gesehen und sehe ich auch hier gerade im Hintergrund. So, es wird hier auf jeden Fall ordentlich aufgerissen. So, und du merkst sofort hier, wenn du jetzt alleine drinnen sitzt, nichts gegen Robert, aber Leute, Gewicht ist einfach das A und O. Und das merkst du halt vor allem bei einem Fahrzeug so wie hier, wo wir von 1082 Kilo sprechen. Ja, das ist halt einfach extrem leicht und das Ganze auf 300 PS, Vierzylinder. Es ist einfach auch vom Schwerpunkt so gut hier. Ihr seht es, wie ich hier einlenken kann, ja, wie ich das Auto hier die Alpine richtig schön reinschmeißen kann. Einfach herrlich und hier wieder schön rein. Du kannst dich richtig schön hier spielen, hier auch schön den Körb mitnehmen und jetzt hier wieder raus und Vollgas drauf. Unfassbar, was ist das für ein Auto, Alpine? Was habt ihr hier für ein Auto gebaut? Hier wieder schön bei 100 Meter bremsen, ne? Drauf und wieder schön rausziehen lassen. Leute, ihr müsst dieses Auto fahren. Das ist unfassbar. Hier auch bei 120 Meter und dann hier schön innen rein, damit wir schön den Speed hier mitnehmen können. Hey, das ist unfassbar, wie du dich hier mit dem Auto spielen kannst. Was ist das? Und es sind halt auch schon wieder direkt 200. Hier können wir sogar schön im dritten Gang nehmen. Wahnsinn. Ja, komm da schön ein bisschen leicht quer. Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen. Ich habe es ja vorhin gerade schon erwähnt. Normalerweise wird hier die R-Version mit Cup 2R ausgeliefert. Aber wie gesagt, er hatte heute erst Regen gesagt. Deswegen hier die Cup 2 Reifen. Ist einfach der perfekte Allrounder, ja, für die Straße. Genauso wie auch hier für die Rennstrecke. Jetzt laufen wir hier vorne ein bisschen auf Verkehr auf. Schauen wir mal.
hasse es wirklich. Unfassbar. So Leute, das war's. Cooldown Lab hier in der Alpine A110R. Was eine ultimative Erfahrung ist das bitte hier gewesen. Also ich bin jetzt hier am Hockenheimring schon öfters da gewesen. Bin wirklich einige verschiedene Autos hier auf der Strecke gefahren. Aber hier die Alpine, das macht richtig, richtig Bock, Leute. Also ich hoffe, das kommt nur ansatzweise im Video rüber, wie viel Spaß hier dieses Fahrzeug zum Fahren gemacht hat. Wir brauchen nicht reden, ich bin mit dem McLaren 675 LT hier gewesen. Das Fahrzeug ist schneller, aber ich sage euch eins, Leute. Rein vom Fahrspaß her, den du hier in diesem Fahrzeug hast, das ist unschlagbar. Vor allem auch die Haltbarkeit her. Die Bremse hat nicht nachgelassen, die Motorleistung, es ist alles perfekt on point gewesen. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Ich weiß, ich bin dieses Fahrzeug, durfte ich ja schon in Tokio fahren. Wir haben hier eine gemeinsame Pässe-Tour gemacht und das war wirklich eine ultimative Erfahrung. Aber hier jetzt damit die Gelegenheit bekommen zu haben, mal die R-Version hier auf der Rennstrecke fahren zu dürfen, das ist schon wirklich ultimativ gewesen. Und auch nochmal hier abschließend, ja, Bremsen, Kurvenlage, den Spaßfaktor, den du hast, wie viel Geschwindigkeit du einfach aus den Kurven mitnehmen kannst und dann merkst du einfach, Gewicht ist das A und O, aber hier auch wirklich diese Balance, das so hinzubekommen, dass du wirklich die Geschwindigkeiten so schön hinbekommst, ja, das ist halt einfach ultimativ, denn nochmal Leute, 1082 Kilo hier bei der R-Version mit den Carbonfelgen, das ist halt natürlich richtig, richtig mega. Auch ein großes Dankeschön geht an Alpine hier raus, an Alpine Deutschland hier für die Organisation mit dem Alpine Track Day. Auch wirklich ganz angenehm von den Teilnehmern, die hier mit ihrem eigenen Fahrzeug kommen, die auch hier andere Fahrzeuge testen können, gemeinsam zusammen mit Michelin. Also wirklich eine tolle Veranstaltung. Ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Veranstaltung wieder mit dabei sein. Und ja, Leute, wenn ihr mehr über Alpine und auch generell über den Alpine Track Day erfahren wollt, der Link ist in der Videobeschreibung und ich würde sagen, ich schaue jetzt mal, wo der Robert sich rumtreibt und dann gehen wir eine Kleinigkeit Mittagessen. Von daher, ich bin raus, peace out und bis zum nächsten Video wieder.